Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Methode zeigen, wie ihr euch jetzt die Fahrzeuge merchen könnt. Ja, Rockstar hat ja leider fleißig die Merch-Glitches gepatcht und mit dieser Methode können wir uns jetzt wieder die Service-Fahrzeuge merchen. Leider ist der Glitch nicht solo, das heißt, ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Ebenso braucht ihr noch einen Bunker, eine Autowerkstatt und ja, in der Autowerkstatt muss dann das Auto befinden, wovon ihr dann die Settings auf das Servicefahrzeug dann übertragen wollt. Und dann würde ich sagen, lass uns auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns zunächst einmal zu unserem Bunker und teleportieren uns dann einmal zu unserer Autowerkstatt. Ihr könnt jetzt einfach irgendeinen Anavac-Bot benutzen. Es kann sein, dass der Anavac-Bot offline ist, so wie jetzt bei mir auch der Fall ist. Bei mir war der auch offline. Ja, ich habe da einfach meinem Freund Bescheid gesagt, der da in der Lobby drin ist, dass er gerade den Job für einen Titan geht. Das geht da natürlich auch. Wir suchen uns dann einmal einen Job in der Nähe von der Autowerkstatt aus. Dem Freund dann beitreten. Und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt schon bei der Autowerkstatt sind. Wir begeben uns jetzt einmal zur Autowerkstatt. Dort angekommen, steigen wir jetzt in das Auto ein, wovon wir die Settings übertragen wollen. Fahren dann einmal in die Werkstatt. Dann können wir die Werkstatt auch direkt wieder verlassen. So, unser Freund lädt uns dann jetzt einmal in sein CEO ein. Sobald wir jetzt in sein CEO beigetreten sind, startet unser Freund jetzt einfach irgendeinen Job vom Handy. Entweder Tony oder Agent 14, das ist ganz egal. Sobald der Job dann gestartet ist, sagt unser Freund uns dann Bescheid. Wir gehen dann zu dem Auto, was wir merchen wollen, drücken dann einmal Steuerkreuz nach rechts und dann werdet ihr sehen, dass sich jetzt schon die Settings übertragen haben. Ja, um das Auto dann jetzt zu kaufen, sagen wir jetzt einfach unserem Freund Bescheid, dass er die Lobby verlassen soll. Dann können wir jetzt ganz einfach das Fahrzeug kaufen. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.